warum ist der wichtig? Ich würde erstmal sagen, Wandel ist da, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, man sieht es in so ziemlich allen Märkten, dass der Wandel unglaublich schnell sich vollzieht. Und ich denke, die Frage ist nicht so sehr, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und was man in vielen Organisationen sieht, ist, dass eben man ihn zwar annimmt, aber doch sehr starke Widerstände sich dagegen zeichnen. Und mein Motto ist immer, nutze den Wandel, um den aktiv in deine Richtung voranzutreiben. Ja, Widerstände sind als Erneuerer Teil des Geschäfts. Also die werden immer da sein, weil es gibt immer Bedenkenträger, die alles am liebsten so lassen würden, wie es ist. Und ich glaube, die einzig vernünftige Empfehlung, die man geben kann, ist, such dir Verbündete. Weil alleine als Erneuerer kannst du schnell an die Wand gedrückt werden. Wenn du aber ein paar Menschen hast, die deinen Gedanken gut teilen und der Organisation weiterteilen, kannst du nicht mehr so schnell an die Wand gedrückt werden. Und dann geht es darum, erste vorzeigbare Projekte zu schaffen. Ja, Schwarmintelligenz nutzen in großen Organisationen ist häufig schon Widerspruch in sich selbst. Weil wenn die große Organisation gepaart ist mit Wissensmonopolen, was man leider häufig sieht, ist natürlich die Offenheit gegenüber dessen, dass man sagt, man kann einfach viele Ressourcen nutzen und gemeinsam ein besseres Ergebnis erzielen, natürlich eher schlecht. Ich glaube, auch da ist wieder das Motto, erste vorzeigbare Projekte zu zeigen, tatsächlich zu beweisen mit Hilfe von kleinen Projekten, dass dieses Thema Schwarmintelligenz funktionieren kann, wo es funktionieren kann. Es geht ja beileibe nicht überall. Und damit natürlich eben auch genau diese Widersacher zu überzeugen. Aber das ist sicherlich schon ein herausfordernder Weg.